Nicht lustig. Wenn wir es nicht zu Gothams Kathedrale schaffen, wird dieser Witz nie zu seiner Pointe kommen. Hey, Mottenmann. Was macht der Mottenmann abends mit seinen Klamotten? Er mottet sie ein. Gott, war der schlecht. Manny, wieso kann ich jetzt nicht fortsetzen? Hallo? Hallo? Was ist denn hier los? Ah, jetzt. Ja, ich hab's gerade schon beim Start gemerkt, dass Lego Batman so ein bisschen am Hinterherhängen ist. Aber dann hat's ja was mit mir gemeinsam. Ich habe ja mittlerweile 4 Tage kein Upload mehr bringen können, da mein komplettes System hier irgendwie total rumgesponnen hat. Ich konnte nichts aufnehmen, weil mein Aufnahmeprogramm einfach mal meinte, gut, ich speise dir zwar den Ingame-Sound und deinen Sound ein, also meine Audioaufnahme, allerdings war kein Bild zu sehen. So, jetzt hängt es schon wieder. Okay, jetzt geht's los. Deswegen war die Aufnahme von dieser eigentlich kommenden Lego Batman Folge war total für Müll. Ihr hättet mich zwar hören können und auch das Spiel hören können, allerdings hättet ihr nichts gesehen. Und ja, das bringt natürlich nichts, das hochzuladen. Deswegen muss ich die Story jetzt wiederholen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die Sachen, die ich schon eingesammelt hatte, also hier Minikits und alles, ob das auch so, ob das bleibt. Oder ob ich das neu sammeln muss. Aber da wir oben die Leiste nicht angezeigt bekommen, gehe ich davon aus, dass wir das nicht erneut sammeln müssen. Das heißt, wir können dieses Level ein wenig schneller durchziehen, weil wir uns nicht so auf die Steine konzentrieren müssen. Und ich glaube, eigentlich müsste mir das doch hier anzeigen. Ja, 2 von 10 Minikits. Gut, das heißt, wir können das Level eigentlich direkt durchhauen. Steine haben wir sowieso genug. Wir haben über 900.000. Wir hatten ja, glaube ich, die Million schon geknackt. Dann habe ich ja wieder ein bisschen was gekauft. Und deswegen sind wir natürlich jetzt wieder unter der Million. Allerdings haben wir jetzt, glaube ich, auch gar nicht mehr so viel freizukaufen. Ich glaube, die Tausender und so, das nehme ich trotzdem mit. Aber den Rest können wir dann getrost liegen lassen. Wir werden dann nur die Story-relevanten Sachen aufnehmen. Wie ging es jetzt weiter? Mussten wir hier hoch? Ja, ich glaube schon. Oder? Ich kann es jetzt gar nicht genau sagen. Ja, eigentlich sollte nämlich auch schon... Ah, jetzt komme ich da wieder nicht hoch. Eigentlich sollte letzte Woche... Ja, Freitag direkt sogar, also am 25. Sollte eigentlich auch direkt die erste Folge Outer Worlds kommen. Wo das ja dann alles anfing mit dem Problem. Aber mein tolles Aufnahmeprogramm meinte ja, einfach mal zu sagen, nö, das gönne ich dir jetzt nicht. So, irgendwie müsste ich doch hier so ein zweites Ding bauen. Ja, da muss ich ja mit dem Joker ran. Das heißt, ich muss nochmal hier hoch. Ach, da hinten liegt's. Okay. Ja, wir müssen ja den. Da jetzt mit dem Joker komme ich doch gar nicht darüber. Ach so, nee, ich muss das ja auch mit dem Mottenmann aufbauen. Oh, jetzt komme ich da wieder nicht hoch. Meine Güte. Aber sollte das jetzt hinhauen mit Outer Worlds, ich habe es nämlich noch nicht getestet, wird es wieder mal eine kleine Umstrukturierung geben. Die Upload-Zeiten werden sich nicht wirklich ändern, aber die Upload-Tage. Das heißt, ich werde dann jeden Tag eine Folge Outer Worlds bringen. Und dann kommt immer im Wechsel, alle 2 Tage kommt dann jeweils eine Folge von GTA und Lego Batman. Wobei wir hier ja auch bald durch sind, das heißt, das Thema ist fast erledigt. Und den anderen Tag, also halt immer dann im Wechsel, kommt dann The Forest und Minecraft. Weil alles zusammen, ich kann nicht 5 Folgen am Tag bringen, das schaffe ich zeitlich überhaupt nicht.
Geschweige denn, muss ich die Folgen ja auch alle erstmal irgendwie fertig bearbeiten. So, da springen wir mit dem Moppenmann rüber. Aber hier kommt. Ach doch, wir brauchen die Kiste da, glaube ich. Genau, da waren Teile drin, die wir brauchen. Und wir brauchen noch so ein paar Steinchen. Auch die alten Tage nehmen wir natürlich mit. Ich würde natürlich auch gerne einmal darüber kommen, glaube ich. Aber nee, da brauchen wir, glaube ich, einen Doppelsprung. Das heißt, da müssen wir mit Clayface oder so hin. Oder mit dem Hutmacher, der hat ja, glaube ich, auch einen Doppelsprung. So, die Kiste haben wir runtergeschmissen. Die paar Steinchen nehmen wir auch noch mit. So, dann kümmern wir uns einmal um die Einheiten hier. Da haben nämlich auch noch ein Tausender liegen. Und sowas lasse ich ungern liegen. Auch wenn wir schon so viele Steine gesammelt haben. Mehr kann nie schaden. So, hier gibt es wieder ein bisschen Ballerei, habe ich gehört. Achso, jetzt müssen wir erstmal die Mauer aufsperren, glaube ich. Genau, jetzt müssen wir das hier erstmal draufbauen. Und dann gibt es nochmal einen Tausender, den ich dankend annehme. Und dann bauen wir auch den anderen Teil dieser Apparatur, nenne ich es jetzt einfach mal. Aber es sieht aus wie eine Bombe halt, weil wir sprengen ja damit jetzt auf die Mauer auf. Der Joker, ich würde da wegkommen. Aber gut, dann bleib halt da stehen. Na gut, hat er keinen Schaden bekommen. Ist klar. Wir schalten natürlich auch diese ganzen Einheiten aus. Da haben wir ein bisschen Unterstützung, sehe ich mal. Ich glaube, wir haben sogar einen ziemlich coolen Bosskampf am Ende von diesem Level. Ich weiß es jetzt aber nicht genau, weil, wie gesagt, das Level ist schon ein paar Tage her. Aber das werden wir ja gleich sehen. So, das, wie gesagt, die Steine und so, das lassen wir jetzt mal außen vor. Da müssen wir hoch. Jetzt brauchen die Teile für die Leiter. Da haben wir sie auch schon. Und was wir schon freigeballert haben, können wir direkt mitnehmen. So, dann basteln wir uns die Leiter zusammen. Aber da muss ich mit dem Joker hoch. Auch noch mit hier. So, die beiden Stelzen oder Steine. Na, Stützen können wir da stehen lassen. So, dann gehen wir einmal hier hoch. Schalten die Gegner noch aus hier. Ja, wieder ein paar Steinchen zu sammeln. So, hier müssen wir wieder vorsichtig rüber. Weil wir überall ein paar Gegner stehen haben. Und hier liegt auch auf jedem Brett oder auf fast jedem. Liegt noch ein schöner Tausender, den ich mir natürlich ungern entgehen lasse. Ah nein, ich bin echt runtergefahren. Achso, dann komme ich hier hinten wieder hoch. Sehr gut. Ich dachte, ich muss jetzt die ganze Brücke von vorne starten. Hä? Achso, das war das Geräusch für den Tausender. Ich dachte gerade. Minikit hätte er uns ja eigentlich angezeigt. So, ich gehe noch einmal kurz zurück. Und die Tausender Steine hier, die würde ich natürlich gerne mitnehmen. Na komm, nehmen wir mit. Den nehmen wir auch noch auf. Und dann können wir eigentlich zum Mottenmann wechseln und können direkt weiterlaufen. Dann müssen wir ja nicht auf den Joker warten. So, und das geht direkt wieder rein in den Kampf. Da oben ist auch noch ein wunderschöner Tausender. So, und das hier einmal kaputt. So, das. Okay. Achso, ne, wir brauchen den Joker auf der anderen Seite. Das heißt, wir wechseln wieder. Hängen uns dann mit dem Joker daran. Klettern hier rum und nehmen die Tausender natürlich auch gerne noch mit. So, das zerstören wir auch noch. So, das Ding aktivieren wir. Ach genau, und da kriegen wir... Ne, Quatsch. Das kommt erst später. Okay. Da brauchen wir nämlich ein paar Teile mehr. Oder wir kriegen den, glaube ich, sogar komplett im Ganzen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. War hier noch irgendwas Wichtiges? Nein. Gut, das heißt, wir basteln uns den Helikopter zusammen. So, jetzt auch wieder ein Tausender. Und dann können wir das nämlich hier aufschießen. Aber wie gesagt, die Steine sind jetzt nicht so mega wichtig. Eine Menge Einheiten. Den werden wir uns erstmal entledigen. Ja, 1 von 5. Aber das Minikit dafür habe ich doch schon. Da muss ich das hier vorne auch nochmal aufbauen.
2 von 5? Ich bin eigentlich der Meinung, ich habe das Minikit dafür schon gesammelt. Aber wir machen es einfach trotzdem nochmal. Kann natürlich auch sein, dass es jetzt nur irgendwie fette Steine dafür gibt. Aber sicher ist sicher. Ich bin aber... Ja, genau. Und gleich mal zweimal gestorben. Das läuft doch richtig übel. Aber wie gesagt, auf die Steine kommt es jetzt nicht mehr an in diesem Level. Die haben wir schon. Boah, das kann doch nicht wahr sein jetzt. Also die Tausender muss ich zumindest einsammeln. Die will ich mir nicht entgehen lassen. So, dann schießen wir da einmal auf. Achso, das gibt direkt wieder einen Heli. Das habe ich auch nicht verstanden beim letzten Mal. Warum kann ich mir hier noch einen zweiten Heli zusammenbauen? Wir brauchen eh nur einen. Wenn ich jetzt versuche, mich mit dem anderen noch in den Heli reinzusetzen, springt der andere wieder raus. So, aber nee, warte mal, wir brauchen ja den Heli noch, glaube ich. Schauen wir mal. Nee, da hinten kommen wir nicht rein. Das hatte ich schon getestet. Diese Tür kriegen wir nicht geöffnet. Da oben ist ein Minikit, dass wir die Kette haben. Achso, genau. Jetzt kam auch der Spielplatz. Nee, jetzt haben wir zwar 5 von 5, aber es gibt nur 1000er Stein dafür. Gut. Aber so haben wir es mal getestet. So, dann schießen wir uns einmal den Spielplatz auf. Da haben wir wieder ein paar Eifel. Die werde ich mal mit dem Heli wegmachen. Hier ein bisschen schnell. Oh, da hat direkt wieder den Heli zerstört. Ich glaub das nicht. Tausende sacken wir wieder ein. So, die Tausende nehmen wir natürlich auch noch mit. Aber ich frage mich, warum genau auf diesem Gerüst so viele Tausende sind. Das hat er jetzt, also wenn man die jetzt irgendwie hätte leicht übersehen können, dann hätte ich das ja verstehen können. So, ne? Wenn du die Augen aufhältst, dann kriegst du noch mal ein paar Tausende. Aber ansonsten macht das doch jetzt gar nicht viel Sinn. So, da haben wir noch ein paar Tops, die wir auch ausschalten werden. So, die Steinchen hole ich mir hier auch noch. Wir wissen ja, die Gefährte geben gut Steine. Sehr schön. Und erstmal gucken. Kriegen wir von hier unten nicht ausgeschaltet. Na egal. Dann müssen wir halt doch gleich nach oben gehen. Müssen wir sowieso. Oben sind Teile, die wir brauchen, so ich kann. Gut. Hier brauchen wir auch wieder ein paar Teile, die wir, glaube ich, durch Pflanzen kriegen, ja. So, dann bauen wir das einfach zusammen. Hier war übrigens auch ein Minikit, das ich sehr schnell oder sehr leicht übersehen hatte. Hier hinterm Baum. Weil das ist in so einem blöden Winkel versteckt, das sieht man nicht. Wenn man das jetzt nicht durch Zufall irgendwie mitnimmt, wenn man hinter dem Baum lang läuft. So, das wollte ich eigentlich nicht zerstören. Ach, da muss ich mit dem Motten machen, oder? Nein, du sollst... Mensch, Joker! Mr. J. Einmal darüber schießen, bitte. Fernsehen. So, dann wechseln wir zum Mottenmann. Und fliegen natürlich einmal darüber. So. Steine sind uns jetzt nicht so wichtig. Aber dafür, dass wir gar nicht so viel Fokus auf die Steine gelegt haben, haben wir trotzdem fast 80.000. Ich glaube, damit haben wir schon wieder die Millionen überschritten. Aber wir können ja erstmal nichts Neues kaufen. Ja, genau, Mottenmann. Lauf in den Giftmüll rein. Das ist bestimmt eine gute Idee. Okay, kannst aufhören zu drücken. So. Wir nähern uns jetzt gleich dem Endkampf in diesem Level. Warte mal, hab ich die Tresortür da überhaupt geöffnet? Ich glaube tatsächlich nicht. Ja, da hinten ist es. Das ist ein sehr schönes Spielzeug, das wir da gleich bekommen. So, hier waren auch nur noch ein paar Steine. Ich guck nur so ein bisschen rum gerade, aber eigentlich können wir direkt hier ran. Minikits können wir hier erstmal eh nicht mehr sammeln. So, schauen wir das Ding noch komplett wieder auf. Auf der anderen Seite fehlt uns auch noch was. So, und dann werden wir das schöne Paket da gleich öffnen. So, fast 90.000 Steine, meine Güte. So, und jetzt gibt's ein richtig schönes Spielzeug.
So ein Riesenroboter in so einem kleinen Paket. Und dieses Quietschen von der Clownschuhe, wenn man läuft, finde ich geil. Achso, halt. Ich glaube nämlich tatsächlich, wir können doch noch ein Medikit sammeln. An diese Tür dort hatte ich nämlich gar nicht mehr gedacht. Aber wir kriegen sie scheinbar nicht geöffnet. An einem Winkel ran da. Ne, die kriegen wir nicht auf. Gut. Dann müssen wir da mit jemand anderem ran. Dann werden wir uns jetzt dem Ende des Levels widmen. Erstmal schießen wir hier auf. Hallo? Achso, wir müssen einfach nur kaputt machen. So, los geht's. Commissioner Gordon. Allerdings müssen wir uns nicht um den Commissioner kümmern. Ein bisschen Fahrzeuge ausschalten. Es geht nämlich um diese LKWs hier. Die sind unser Ziel in diesem Bosskampf. Aber scheinbar kriegen wir den jetzt gerade nicht zerstört. Hä? Achso, jetzt. Eigentlich müssen wir nämlich nur drauf trampeln. So, die hauen wir auch noch weg. Da kommen wir noch nicht hin. Da ist nämlich Glas davor. So, diesen LKW zerstören wir auch noch. Und einen haben wir noch. Ja, komm, mach ihn mal kaputt. Boah, wie viele Einheiten wir auch direkt kriegen. Und wir haben es geschafft. Wir haben Harley Quinn befreit. Und Batman hat sich den Mottenmann geschnappt. So, natürlich haben wir das freie Spiel für dieses Level ja schon abgeschlossen. Fast 1,1 Millionen sogar. Mensch. Eigentlich dürft ihr uns jetzt gar nicht mehr viel anzeigen. Genau. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, die finale Episode sogar, also das finale Level der finalen Episode, dann schaltet gerne in der nächsten Folge wieder ein. Ansonsten erstmal tschüss und bis dahin.